Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 8. Mai 2020 jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist für Deutschland, wie auch für Warendorf, ein bedeutsames Ereignis. Vor 75 Jahren lag Deutschland in Schutt und Asche. Warendorf wurde von Zerstörungen verschont. Lediglich die Brücke über die Ems wurde in den letzten Kriegstagen, genau am Ostermontag 1945, gesprengt, um den Einzug der alliierten Truppen zu verzögern. Die Sprengung der Teufelsbrücke und der Emsbrücke an der Gartenstraße konnte durch das umsichtige Handeln einiger Bürger verhindert werden. Mit Beendigung des Krieges kehrte in Warendorf noch lange keine Normalität ein. Im nordrhein-westfälischen Landgestüt und in der Remonte an der Tönneburg, der heutigen Georg-Leber-Kaserne, waren bis August 1945 mehr als 10.000 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus 15 europäischen Ländern und auch aus Ägypten untergebracht. Anschließend wurden dort bis Dezember 1945 17.000 westdeutsche Evakuierte untergebracht. Von März bis in den Herbst 1946 dienten die Pferdeställe im nordrhein-westfälischen Landgestüt als Aufnahme- und Durchgangslager für über 43.000 vertriebene Ostdeutsche, vor allem aus Schlesien. Sie wurden hier registriert und in private Quartiere in den Städten und Dörfern im Münsterland zwangseingewiesen. Diesem Ereignis möchte die Stadt Warendorf gemeinsam mit dem Westpreußischen Landesmuseum und den Warendorfer Schulen in einer großen Veranstaltung gedenken. Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir ein digitales Konzept entwickeln müssen. Wir haben ein virtuelles Gedenken konzipiert, das Sie einlädt, sich mit uns auf die Reise ins Warendorf der Nachkriegstage zu begeben. Die Erzählung Weiße Fahnen im April des in Warendorf geborenen und aufgewachsenen Schriftstellers Paul Schalück lieferte für diese Reise den Titel. Auch eine Biparcours-App der Warendorfer Laurentius-Schule, die sich dem Thema aus Kindergesicht widmet, war Anregung und Inspiration. Warendorf war in den ersten Nachkriegsjahren sowohl Zwischen- wie Endstation tausender Flüchtlinge und Vertriebener aus den ehemaligen deutschen Ostprovinzen Deutschlands, die ausgehungert und völlig mittellos in überfüllten Bahntransporten hier ankamen. Auf Anordnung der Militärregierung wurde am 17. Oktober 1945 ein Durchgangs- und Auffanglager im Warendorfer Landgestüt eingerichtet. Bereits ab dem 21. Oktober wurde das Lager das erste Mal belegt. Der spätere Großdechant der Gemeinschaft der Katholiken der Grafschaft Glatz, Prälat Franz Jung, berichtet in einem Augenzeugenbericht. Zu 36 Personen wurden wir in Viehwaggons eingeladen, ohne Fenster. Als Toilette musste ein Eimer für alle herhalten. In Warendorf angekommen, zogen wir vom Bahnhof zum Landgestüt in einem traurigen Zug von Menschen. Alte und Kranke, Kinder an der Hand der Mütter oder noch im Kinderwagen. Mein jüngster Bruder war 9 Monate alt und sein Wagen war vollgepackt mit den Dingen, die wir mitgenommen hatten. In Transportzügen kamen die Evakuierten und Ostflüchtlinge spät abends am Bahnhof an. Der größte Teil des Gepäcks musste unter polizeilicher Bewachung am Bahnhof zurückgelassen werden, während die meist vollkommen mittellosen Flüchtlinge unter Beihilfe der Polizei, einiger deutscher Kriegsgefangenen und des Roten Kreuzes, das sich der Kranken annahm, zum Gestüt geleitet wurden. Die jüdische Gemeinde Warendorf bestand seit dem 14. Jahrhundert bis 1941. Während ihrer Blütezeit von der Mitte des 17. bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert war die jüdische Gemeinde Warendorfs eine der bedeutendsten im Münsterland, mit einem herausragenden Stellenwert für ganz Westfalen. Bis heute gehört sie deutschlandweit zu den bekannteren ehemaligen jüdischen Landgemeinden, insbesondere deshalb, weil Paul Spiegel bis zu seinem Tod 2006 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland aus Warendorf kam.
Am Abend des 9. November 1938, der Pogromnacht, kam es unter Mitwirkung verschiedener NS-Organisationen, unter anderem der SA, zu gewalttätigen Ausschreitungen. Wenige Tage nach dem Pogrom wurde das jüdische Gemeindezentrum an einen Privatmann verkauft. Das Grundstück, Freckenhorster Straße 7, diente schon seit 1709 der jüdischen Gemeinde als Standort ihrer Schule und Synagoge. Während der Vertreibung und Deportierung der Juden forderte der Regierungspräsident vom Käufer des Hauses bauliche Veränderungen. Damit wollte die Behörde das Gebäude als Synagoge aus dem Stadtbild verschwinden lassen. Von 1945 bis 1947 entstand die Gemeinde in Ansätzen neu, als die Überlebenden des Holocausts aus dem Münsterland in Warendorf wieder Gottesdienste feierten. Bereits im Frühsommer 1945 kehrte Hugo Spiegel, der Vater von Paul Spiegel, aus dem KZ Dachau nach Warendorf zurück. Dort wurden ihm die Tora-Rolle sowie einige Gebetbücher, die die Schändung der Synagoge im November 1938 überstanden hatten, übergeben. Am jüdischen Neujahrstag, dem 7. September 1945, fand in dem Betsaal der ehemaligen Synagoge der erste jüdische Gottesdienst im Münsterland nach dem Holocaust statt. Warendorf war damit vorübergehend der religiöse Mittelpunkt der Israeliten des gesamten Münsterlandes. Während britische Truppen von Wesel aus das westliche Münsterland überrollen und in den Ostertagen gemeinsam mit amerikanischen Einheiten Münster einnehmen, prescht die 9. US-Armee südlich an Münster nach Osten vor, um sich Anfang April mit den Verbänden der 1. US-Armee in Lippstadt zu vereinen und somit das Ruhrgebiet in einem Kessel einzuschließen. Die Bewohner Warendorfs flüchteten am Karfreitag in die nördlich der Ems liegenden Bauerschaften. Auch die nationalsozialistische Verwaltung verlässt fluchtartig die Stadt. Warendorf wird dem rangältesten Beamten übergeben. Der Stadtrentmeister Theodor Lepper übernimmt die Verantwortung. Trotzdem versuchen versprengte SS-Verbände, die Verteidigung der Stadt zu organisieren. Am Karsamstag, den 31. März 1945, etwa um 17.30 Uhr, wird aus dem Haus Markt 12 die erste weiße Fahne gezeigt, worauf bald weitere folgten. Als alliierte Aufklärungsflieger etwa eine Stunde später die Stadt überfliegen, müssen diese die weißen Fahnen erkennen. Das trägt dazu bei, dass Warendorf nicht zerstört wird. Am Osterdienstag flüchten die verbliebenen deutschen Truppen. Der Beigeordnete Josef Schmücker, der Stadtrentmeister Theodor Lepper und der Oberstudienrat Heinrich Blum übergeben die Stadt um 10.30 Uhr kampflos an der Kreuzung Münsterstraße, Freckenhorster Straße, an den Vertreter der alliierten Truppen, Major Hall. Als das Dritte Reich in den Frühlingstagen des Jahres 1945 zusammenbricht, sind im damaligen Stadtgebiet Warendorf 480 Menschen gefallen und noch fast 750 Personen in Kriegsgefangenschaft. Einen Hinweis auf die irrationale Denkweise der damaligen Machthaber gibt die Sprengung der Marktbrücke über die Ems. Im Zuge des Nero-Befehls Hitlers sollte den Alliierten eine verbrannte Erde hinterlassen werden. »In einer halben Stunde wird gesprengt«, sagte Feldwebel Delitzsch gereizt über die Schulter hinweg. Dann stützte er sich auf die Mauerbrüstung und blickte mit erzwungener Gleichgültigkeit am Pfeiler hinab auf die abendliche Ems, wo zwei Soldaten in einem Kahn damit beschäftigt waren, eine geballte Ladung von Handgranaten an der Brücke zu befestigen. So stellte sich Paul Schalück in seiner Erzählung »Weiße Fahnen im April« die Situation am Morgen des 3. April 1945 vor. Das Pionierkommando der SS hatte den Auftrag, die drei Brücken über die Ems, Teufelsbrücke, die Brücke an der Gartenstraße und die Marktbrücke, zu sprengen. Erzählungen zufolge haben mutige Warendorfer unter den Brücken die Zündschnüre durchgeschnitten, obwohl die Brücken streng bewacht wurden.
Am Montagmorgen gab der Führer des Sprengkommandos das Signal zur Detonation, aber nur ein Teil der 1794 gebauten dreibogigen Marktbrücke wurde zerstört. Als besonders tragisch entwickelte sich die Geschichte um den 38 Jahre alten Soldaten Otto Herrmann. Einen Tag bevor Warendorf befreit wurde, geriet er in eine Kontrolle eines SS-Posten, der an der Fleischhauer Straße Wache hielt, und wurde befragt, woher er käme. Während der Befragung bezeichnete er die vorgesehene Sprengung der Marktbrücke als Blödsinn, wo doch die Amerikaner schon in Freckenhorst stünden. Festnehmen den Mann! Aber ich stumpfe euch, wollt ihr doch nicht... Das ist Zersetzung der Wehrkraft. Und wissen Sie, was darauf steht? Also los, abführen! Daraufhin wurde er standrechtlich getötet, wobei sich die Chronisten nicht einig sind, ob er durch einen Schnitt in den Hals starb oder erschossen wurde. Die Leiche des 38-Jährigen legten Mitglieder der Schutzstaffel zur Abschreckung an das Kriegerdenkmal, das sich damals zwischen den Emsbrücken befand. Seine Feldflasche, den Brotbeutel und zwei Tafeln Schokolade ließ man ihm. Im Standesamtsregister der Stadt Warendorf lautet der Eintrag jedoch: Gefallen, wahrscheinlich durch Sprengsplitterwirkung. Wie Kratzspuren in der Urkunde vermuten lassen, war vorher die wahre Todesursache eingetragen worden. Die Bezeichnung einer Hinrichtung hätte den Toten aber entehrt und Nachteile für die Angehörigen zur Folge gehabt. Das Landgestüt Warendorf war während des Krieges als Lager für rund 4.800 Personen genutzt worden. Die Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter, Frauen und Kinder mussten dort oft jahrelang unter erbärmlichen Bedingungen in der Kriegswirtschaft arbeiten. Mit dem Kriegsende wurden von den Alliierten die Kriegsgefangenenlager aufgelöst und in Lager für Displaced Persons umgewandelt. Als Displaced Persons werden freigelassene Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, Flüchtlinge und befreite KZ-Insassen bezeichnet. In einem zweiten Lager gegenüber der Tönneburg waren weitere 4.825 Displaced Persons untergebracht. Die Alliierten ordneten im Herbst 1945 die Einrichtung von Flüchtlingslagern an und innerhalb von 4 Tagen war das Landgestüt als Notunterkunft für die erwarteten deutschen Ostflüchtlinge eingerichtet. Die städtische Bevölkerung hatte neben Personal und Betten auch Kleidung für Männer, Frauen und Kinder in der Schule an der Klosterstraße abzuliefern. Am 21. Oktober 1945 kam der erste Transport mit 1.606 Flüchtlingen im Gestüt an. Sie schliefen in den Pferdeställen, oft nur auf Stroh. In den nächsten 11 Monaten wurden 48.742 Flüchtlinge, Evakuierte und Ostvertriebene durch das Warendorfer Durchgangslager im Landgestüt geschleust und von hier aus im ganzen Land verteilt. Etwa 2011 Heimatvertriebene fanden in den darauffolgenden Jahren in Warendorf eine neue Heimat. Die meist vollkommen mittellosen Flüchtlinge trafen in 1 bis 2 Sonderzügen nachts auf dem Warendorfer Bahnhof ein, von wo sie unter Beihilfe der Polizei, einiger deutscher Kriegsgefangenen und des Roten Kreuzes, das sich der Kranken annahm, zum Gestüt geleitet wurden, das von der Stadt für die Unterkunft hergerichtet war. Hier erfolgte nach ärztlicher Desinfektion unter Leitung des Kreisarztes und der Registrierung der Namen die vom Marienheim vorbereitete Verpflegung. Die Versorgung der Flüchtlinge
wurde durch die Mitglieder des Elisabeth-Vereins unter der Vorsteherin Elisabeth Schwerbrock organisiert. Gemeinsam mit dienstverpflichteten jungen Frauen und dem Roten Kreuz wurden in der großen Reithalle eine Essensausgabe und in den hinteren Räumen eine Küche eingerichtet, in der Suppen gekocht und Brote gestrichen wurden. Aus dem Augenzeugenbericht von Prälat Franz Jung heißt es dazu: Im Landgestüt bekam jede Familie eine Pferdebox. Auf Stroh wurde geschlafen. Ich habe meinen Schlafplatz wohl wegen des Ausschlags auf meiner Haut in der Futterkrippe für die Pferde gehabt. Versorgt wurden wir in einer Suppenküche von bereitwilligen Helferinnen und Helfern aus Warendorf. Für uns alle war Warendorf wie eine Befreiung. Denn die Erwachsenen fragten sich noch in Breslau: Geht es nach Osten, dann nach Sibirien und wahrscheinlich in den Tod? Geht es nach Westen, dann in das zerstörte, besetzte, aber befreite Deutschland? Wir als Kinder, ich war damals gut 9 Jahre alt, haben diese Überlegungen gar nicht wahrgenommen. Uns Jungen interessierten vielmehr die Pferde, die nicht ausquartiert waren. Es waren Kaltblüter, die sogenannten Belgier. Wir waren fasziniert von den Pferden und haben in deren Ställen mehr Zeit verbracht als in den uns zugewiesenen Pferdeboxen. Ich weiß noch, dass wir nicht zu hungern brauchten. Die ärztliche Versorgung war gut und die seelsorgliche Betreuung geschah zum Teil durch die Seelsorger der Heimat, die mit uns vertrieben wurden. Unsere große Familie mit 9 Kindern wollte niemand aufnehmen. Ich sehe heute noch das entsetzte Gesicht der beiden jungen Frauen auf dem Bauernhof, deren Bruder in Gefangenschaft war. Nach dem anfänglichen Entsetzen entwickelte sich eine gute und angenehme Beziehung zwischen unseren Familien, die bis zu unserer Selbstständigkeit als Siedler eines Bauernhofes in Lüdinghausen und darüber hinaus gehalten hat. Als Heimatvertriebene hatten wir in den ersten 2 Jahren unseres Hierseins im Westen einen schweren Stand. Doch als erkannt wurde, dass wir bereit waren, am Wiederaufbau Deutschlands mit anzupacken, war der Bann gebrochen. Auch die Kinder der damaligen vertriebenen Generation lieben ihre eingestammte Heimat immer noch. Mit ihrer Kultur, ihrer Tradition und mit ihrem Glauben. Deswegen ist jede Vertreibung, wo und wann auch immer sie geschieht, ein Verbrechen gegen alle Menschenwürde. Diesen Worten des Großsichanten Franz Jung, einem der letzten Zeitzeugen für die Unterbringung der Heimatvertriebenen in Warendorf, ist nichts hinzuzufügen. Damals, 1946, wurden 15 Millionen Menschen aus den ostdeutschen Gebieten vertrieben. Heute sind 75 Millionen Menschen als Flüchtlinge unterwegs, getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben. Oder als Vertriebene, weil Diktatoren ihre Macht missbrauchen und Menschenrechte immer noch brutal verletzt werden. Das sind Fremde, die uns begegnen, ebenso wie unseren Vorfahren die Heimatvertriebenen als Fremde begegneten. Aber diese Vertriebenen haben hier in ihrer neuen Heimat tatkräftig am Wiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland mitgewirkt. Sie haben das mit aufgebaut, auf das wir alle heute zu Recht stolz sind. Das, was heute unsere Heimat ist. Und auch heute finden wir bei genauem Hinsehen genügend Beispiele, wo sich Flüchtlinge integrieren, dazugehören wollen, hier lernen wollen, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien selbst bestreiten zu können. Diese Menschen verdienen unsere Unterstützung, unsere uneingeschränkte Solidarität. Aus den menschenverachtenden Taten des nationalsozialistischen Terrorregimes können und müssen wir immer wieder für die Zukunft lernen. Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland nimmt uns hierzu geradezu in die Pflicht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung jeder staatlichen Gewalt. Ja, sie ist unantastbar, die Würde des Menschen, jedes Menschen, egal welcher Hautfarbe, welcher ethnischen Herkunft, welcher Religionszugehörigkeit. Und damit ist es unser aller Aufgabe, aus der Vergangenheit für das Hier und Heute zu lernen, damit rechtes Gedankengut, Ausgrenzung und die Missachtung der Menschenwürde nicht Raum greifen können. Auch 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat diese vordringliche Aufgabe für uns alle nicht an Aktualität verloren.